Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs-Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche gab es essenstechnisch oft dasselbe, weil ich meine Vorräte aufessen musste und ich war tatsächlich nur einmal einkaufen. Trotz allem gab es viel Gemüse zu essen, sodass die Woche recht gesund und günstig war. Montag gibt es zum Frühstück Rührei mit einem Babybell und eine Quark-Haferstange. Die hatte ich am gestrigen Sonntag gebacken. Und das Rezept ist von meinen Haferbrötchen. Das verlinke ich dir. Habe ich halt als Stange geformt und noch ein bisschen Kürbiskern und Leinsamen, Haferflocken drauf gemacht. Und ich wusste, dass die Brötchen so am nächsten Tag nicht mehr schmecken. Also habe ich diese Stange jetzt mal eingefroren und dann auf dem Toaster aufgebacken. Und das schmeckt sehr gut. Das heißt, ich kann sie mir jetzt auch so ein bisschen auf Vorrat machen. Viel passt nicht rein in mein kleines Eisfach. Aber das ist jetzt mal so eine Alternative zu meinem Porridge. Ich habe von letzter Woche noch Quinoa-Salat übrig und dazu habe ich mir Spiegeleier gemacht. Weil ich gerade keinen Salat da habe, habe ich mir zum Abendessen Pfannkuchen gemacht. Und zwar Haferflocken-Pfannkuchen. Das Rezept habe ich von chefkoch.de. Ich habe das Haferflockenmehl selbst gemacht. Es ist allerdings natürlich nicht so fein wie normales Mehl und deshalb sind die Pfannkuchen auch leider sehr fest geworden. Ich werde es irgendwann nochmal mit mehr Milch probieren. Und ich habe zuckerfreies Apfelmus dazu. Gibt es zum Beispiel bei Edeka von Gut und Günstig. Das ist zuckerfrei. Ich muss unbedingt meine Kartoffeln aufessen. Und deshalb gibt es was ganz Einfaches. Wedges mit Erbsen. Ich muss, wie gesagt, meine Kartoffeln aufessen. Deshalb gibt es jetzt auch abends Pellkartoffeln mit selbst angerührtem Kräuterquark. Ich habe gerade keine Bananen mehr für meinen Bananenporridge, den ich morgens immer esse. Deshalb habe ich sowas Ähnliches gemacht. Das sind ja auch Haferflocken, Milch und Obst. Ich habe meine Haferflocken-Pancakes nochmal gemacht, habe das Rezept ein bisschen verändert. Ich habe versucht, die Haferflocken noch kleiner zu bekommen, also mehliger. Das ist mir auch ein bisschen gelungen. Habe ein bisschen weniger Mehl genommen und kein Vollkornmehl, sondern 1050er Dinkelmehl. Und ein bisschen mehr Milch. Und jetzt sind sie wirklich gut geworden. Nicht mehr so fest, ein bisschen luftiger. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Ich habe immer noch Kartoffeln und deshalb gibt es heute mal ganz klassisch Kartoffelbrei mit Möhrengemüse. Ich finde es so lecker und es ist so günstig. Weil ich ein Glas Apfelmus offen habe, habe ich mir mal so eine Art dänische Nachspeise gemacht. Und zwar als Hauptmahlzeit, als Abendessen. Und zwar habe ich unten drunter, sind hier so Löffelbiskuit. Und die habe ich mit ein bisschen Zitronensaft eingeträufelt. Zitronen habe ich auch noch. Und dann habe ich so eine Quark-Frischkäse-Mischung mit Zitronensaft auch gemacht. Obendrauf. Und dann habe ich das ein bisschen einweichen lassen. Und dann Apfelmus obendrauf. Und ja, das ist jetzt mein Abendessen. Ich hatte gestern gleich 2 Portionen Pfannkuchenteig gemacht und deshalb gibt es heute zum Frühstück noch einmal Pfannkuchen mit Puderzucker und Apfelmus. Das sieht doch lecker aus, oder? Am Freitag war ich endlich einkaufen und ich habe für meine Verhältnisse auch groß eingekauft. Mit dem Fahrrad eine größere Tour, aber Bewegung tut ja auch gut. Zuerst war ich bei Aldi, da habe ich bloß diese 2 Wurzelballensalate geholt im Angebot für je 1,19 Euro, also 2,38 Euro bezahlt. Bei Rewe habe ich Tomaten im Angebot geholt. Die sollten 1,49 das Kilo kosten. Das sind jetzt 2,05 Euro. Und die Weintrauben im Angebot 1,11 Euro. Und dann habe ich mir noch ein Mittagessen mitgenommen. Die Wagner Backfrische im Angebot für 1,99 Euro. Hatte jetzt, glaube ich, 3 Wochen keine Pizza. Das ist schon ein langer Zeitraum für mich. Und ich habe gedacht, ich probiere mal eine neue Sorte aus. Hatte ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Hähnchen Spinat. Und normalerweise hatte ich immer die Tomate Pesto und ich bin gespannt. So, bei Rewe habe ich bezahlt 5,16 Euro. Ich hatte jedoch noch einen
300 Punkte Payback-Coupon, also kann ich vom Wert her nochmal 3 Euro abziehen. Bei Edeka habe ich geholt im Angebot die beiden Gurken, die kosteten je 44 Cent. Und genau, im Angebot auch hier der Hirtenkäse. Ich kaufe ja normalerweise die Light-Variante, die war aber leider ausverkauft. Und der Hirtenkäse hat gekostet 1,35 statt 1,79. Und ja, weil jetzt die Light-Variante nicht da war, habe ich auch nur eine Packung gekauft. Im Angebot auch die Rittersport Kakao-Klasse. Hatte ich ja letzte Woche erklärt, dass ich jetzt die eigentlich so am liebsten mag von den dunklen Schokoladen. Das sind hier 81% Kakao. Und ich hatte die letzte Woche für 99 Cent geholt und jetzt bei Edeka kostet es 1,11 Euro. Ich habe natürlich auch noch von letzter Woche welche, also ich habe jetzt nicht 5 Tafeln die Woche gegessen. Ich habe noch nicht mal eine Tafel gegessen und habe die aber trotzdem mitgenommen, weil ich ja immer nicht weiß, wann das nächste Angebot kommt. Und außerdem kriege ich ja bei Edeka 5% Studentenrabatt, deshalb kommt es vom Preis, es ist nur minimal teurer. Und nicht im Angebot, aber wollte ich haben einmal ein Bund Radieschen für 69 Cent. Ich hatte bei Aldi geguckt, da sollten es 79 kosten und dachte ich, nee, dann guck erstmal weiter und habe hier 10 Cent gespart und Bananen auch nicht im Angebot. Die beiden kosten jetzt 45 Cent, 6,70 Euro insgesamt, minus 5% Studentenrabatt macht 6,36 Euro. Und dann war ich zuletzt noch bei Penny und da war Skier im Angebot mit der Penny-App für 99 Cent, habe ich 5 Becher mitgenommen. Dann habe ich 2 Packungen Eier geholt, weil ich dachte, die sind im Angebot, waren sie aber nicht. Beziehungsweise waren die irgendwie aus dem Angebot nicht da oder so. Ja, ich brauchte aber trotzdem Eier. Normalerweise hätte ich sie jetzt bei Edeka geholt, weil ich da ja 5% Studentenrabatt kriege. Gut, ich hätte dann jetzt auch nicht 2 Packungen gekauft, aber egal, ich esse sie ja eh. Also 2 Packungen Eier für je 2,29. Und dann im Angebot wollte ich mal probieren, das High Protein Schoko-Eis von Penny, also Penny-Eigenmarke, im Angebot für 2,19 Euro. Das kostet, glaube ich, sonst 2,79 Euro. Ja, und bezahlt habe ich bei Penny 11,72 Euro. Und da hatte ich leider keinen Payback-Coupon, deshalb habe ich nur 5 Punkte bekommen. Ich finde, die Hähnchen-Spinat-Pizza sieht richtig lecker aus. Da ich nicht nur meine Kartoffeln, sondern auch meine Möhren aufessen muss, habe ich mir nochmal Kartoffelbrei mit Möhren gemacht. Mega lecker. Allerdings habe ich mir dieses Mal noch Eier mit dazu gemacht. Ich habe ja jetzt wieder genug. Diese Woche war ich auch einmal in der Mensa und habe Hähnchenbrust in Preiselbeersoße gegessen. Das Gericht hat 2,50 Euro gekostet. Diese Woche habe ich 22,55 Euro ausgegeben. Von der Summe sind insgesamt 307 Payback-Punkte im Wert von 3,07 Euro abgezogen. Wenn du mit deinen Einkäufen noch Geld verdienen möchtest, schau mal bei der Gesellschaft für Konsumforschung vorbei. Die GfK sucht noch händeringend Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe. Ich selbst nehme seit einigen Jahren daran teil. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!